Wo genau? Distelzweig. Brauche ich nicht. Wo komme ich denn hier wieder runter, ohne mir weh zu tun? So, hier ist eine Treppe. Das sollte wohl funktionieren. Hier ist es nicht. Ah, in den Baracken. Ja gut, das ist jetzt nicht so kompliziert Ihr wollt gewesen. nicht hier sein. Das will niemand. Ein Novizenschloss, eigentlich total simpel. So. Hey, steh auf. Almosen. Ich sagte, was gibt es da zu fragen? Sie ist im Tempel, ihr holt sie da raus. Hab ich doch schon. Sie mir, ich bezahle euch. An die Arbeit. Gebt sie mir, schnell. Weißt du, wir sollen an ihn spenden. Hier ist euer Anteil. Und er will uns bezahlen. Gute Nacht. Ist das dein fucking Ernst? 150 Tacken? Wie wär's mit einem Septim? Moment, sagen wir zwei Septim. Ich bin gerade in Stimmung. Du kannst mich am Arsch lecken. Was denkt er denn, wer er ist? 150 Septim für so viel Arbeit. Ich musste da reinlaufen und wieder raus. Ah. So, jetzt haben wir die beiden Quests. Was haben wir denn noch offen gerade? Ja, sichere die Unterstützung in Your Life. Schön wäre es. Das Tagebuch. Wo ist denn das? Ach, hier. Na dann. Wie viele von diesen Mini-Quests werde ich wohl machen müssen, bis der endlich mal mit uns redet? Frage ich mich wirklich. So, diese Richtung. Mit denen möchte ich gerade gar nicht kämpfen. Sollen sie machen, was sie wollen. Ich habe hier zu tun. Es waren, denke ich, abgeschworen, oder? Irgendwas in der Richtung. Tot. Den kriegen wir auch. Oder Lydia kriegt ihn. Einer von beiden. Das klappt immer. Kaiserlicher Bogen brauchen wir nicht. Dietrich. Kerkerschlüssel. Gebe ich gleich Lydia. Würde ich nämlich gerne selber machen. Lydia, meine Liebe. Ich habe dann einen Schlüssel für dich. Sie ist ja unser Schlüsselmädchen. So, pass mal auf. Den Schlüssel darfst du einmal haben. Ich würde mich gerne Schlossknacken weiter skillen. Dann mal los. So, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Oh, Tränke. Angenehm. Sonst nichts Interessantes dabei. Hier können wir ein bisschen Eisen schürfen. Mache ich natürlich gern. Das ist auch sehr unauffällig, sehr leise, das kriegt keiner mit. Na komm, mach ihn jetzt. Da drüben habe ich noch mal welche gesehen.
Er hätte treffen müssen. Der weicht gefühlt immer so in letzter Sekunde aus. Nummer 1 ist weg. Ich hätte sie ganz gerne nicht im Wasser, wenn ich ehrlich bin. Lydia. Ach, Lydia, du bist... Lydia ist einfach manchmal ein bisschen sehr doof. Der ist weg. Die andere wird halt jetzt hier irgendwo im Wasser rumplanschen. So, Dietrich, ein Septim. Wow, vielen Dank. Worte und Philosophie. Das ist für zweihändig, okay. Mal wieder ein Elfenbogen. Wer weiß, wofür wir den noch brauchen können. Ich komme gar nicht runter, um die andere umzubringen, oder? Und sehen kann ich es halt leider auch nicht. Vielleicht hat sie Glück und ertrinkt einfach. Ist sie das? So. Dann haben wir ihr zumindest die Qualen erspart. Plündern kann ich sie leider nicht. So, ich versuche immer möglichst leise zu sein. Ich möchte die nicht unbedingt auf uns aufmerksam machen. Aber der läuft jetzt da hoch. Was auch immer ihm das bringen möchte. Ciao. Hallo und tschüss. Sehr höflich. So, Dietrich und einen Pfeil. Ah, das ist hier so ein bisschen Umweg. Ich verstehe. Das ist natürlich ganz klar. So, die beiden haben wir. Da nehme ich gerne die Pfeile und hier ein Eisenpfeil. War hier hinten noch was? Jawohl, da schaue ich auch kurz. Ja, keine Spielchen. Lydia, schlag ihn. Das war schon alles. Ware noch eben nie klein. Alter, Lydia ist aber auch immer im Weg. Ihr seid eine Schande für euresgleichen. Deine Mama ist eine Schande. So, haben wir das. Septime ein paar. Hier den Pfeil. Kartoffeln brauche ich nicht unbedingt. Das Fass ist leer. Ein Septim, eine Truhe. Sonst nichts weiter. Dann können wir da doch weitergehen. Oh. Shh.
ungutes Gefühl bei dieser Sache. Was macht er denn schon wieder? Wieder mal eine seiner besoffenen Schimpftiraden. Nur, dass er dieses Mal jeden zu einem Duell drüben im Loch herausfordert. Ich weiß, ist das alles, was er kann? So, noch haben die mich ja nicht wirklich entdeckt. Nummer 1 ist weg. So, den haben wir auch. So, die Triceptim Pfeile. Amethyst Septim Pfeil. Septim Pfeile. Ja, nee. Nichts Besonderes. Hier ist weiter auch nichts Besonderes. Dann könnten wir weiterziehen. Oh, eine Kiste. Dann würde ich vorher schauen, ob hier draußen noch irgendwas ist. Wir sind ja jetzt gleich hier schnurstracks reingelaufen. Was war das? Wo ist sie hin? Da oben sollten also noch zwei sein. Da kommen wir aber bestimmt über die Treppe hin. Ja, ihr habt was gehört, aber das hat euch halt nichts gebracht. So, Dietrich, Eisenpfeil. Ja, dann gehen wir halt doch nach oben. Okay, schwere Rüstung. Zaubertrank der Gesundheit. Hier oben ist nichts. Ich sollte mal zwischenspeichern. Hier haben wir nochmal einen Zaubertrank. Schneebären. Karotten brauche ich nicht. Eisenpfeil. Eisenpfeil. Sonst ist hier weiter auch nichts. Irgendwas sagt mir, ich sollte da später runterhüpfen. So, der ist tot. Da hinten ist auch noch jemand. Ich weiß aber nicht, ob ich den von hier aus treffe. Ja, doch. Okay, pass auf, Lydia, die kommen. Ich kümmere mich um den hier, Lydia, ja? Du hast den Rest im Griff. Ja, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Klar. Alter. Lydia? Wieso hilfst du mir nicht? So, Dietrich Septim Eisenpfeil. Den kriegen wir auch noch tot. Den Schnee
Ja. Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht dafür, muss ich zugeben. So. Kriegen wir dich auch noch? Okay, da hat sich Lydia drum gekümmert. Bye. Alter. Warum machten die das auf? Alle schubsen mich immer nur rum. Ist sie irgendwie dumm? Was damit? So, Eisenpfeil. Hier liegt noch eine Dwemer-Pfeile. Ich nehme sie halt mal mit. Dietrich Septim. Eisenpfeile. Ja, schön, aber du kommst nicht an mich ran. Ich kann ja auch nicht durchschießen, ne? Nee. Ja, ich komme gleich zu dir. Ja, ich bin hier noch kurz beschäftigt. Gib mir einen Moment. Den haben wir schon mal. Brauchen wir nicht nochmal. Große Ausdauer. Amethyst, Septim, Stahlbahn. Nehme ich alles sehr gern mit. Hier hinten noch irgendwas. Außer dieses Fass voll Lavendel. So, von hier aus kann ich dich super umbringen. Ich krieg euch schon. Ja, mit Sicherheit. Das Ding ist, ich soll dich aber halt umbringen. Und weißt du, Auftrag ist Auftrag, ich muss das halt machen. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Alle schubsen. So. Weg mit dir. Jetzt kriegen wir von Yorlai wieder Kopfgeld. Aber irgendwas sagt mir, dass er mir natürlich noch immer nicht vertraut. Oder zumindest nicht genug, dass wir da weitermachen können. Habe ich das Gefühl. Hier sind noch ein paar mehr. Ist das schon alles? Lydia kümmert sich darum. Die Lydia ist eine Feine. Kriegen wir das hin? Ja, oder? Ja, natürlich. Och Mist, ich wollte ihn noch durchsuchen. Ja, gut, schade. Hier haben wir schon mal jemanden getötet. Aber anscheinend nicht gelootet. Hier haben wir nichts. Also ist das schon der richtige Weg. Einbahnstraße halt. So, ich glaube, das hatte alles hier angefangen. Von hier kamen wir. Jo. Ein Weg der Zerstörung. Hier, warte mal, wir kommen. Kam von irgendwo hier unten.
Oder kamen wir von da hinten? Langsam kenne ich mich hier nicht mehr aus. Ja doch, ich glaube, von hier kamen wir. Ja, hier geht's raus. Ziel, Himmelsrand. Gut, dann geben wir dem noch Bescheid. Aber irgendwie komme ich mit dieser Quest nicht so ganz weiter. Wahlgruf gibt uns keine klare Antwort. Ja, ist natürlich blöd. Moin. Ich bin kein großer. Ausgezeichnet. Ja. Habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Ja, das habe ich jetzt alles gemacht. Wenn ihr Nachrichten von den westlichen Fürstentümern habt, dann geht damit sofort zu Ulfric. Wenn er nicht führt, das ist wirklich eine Schande, was diesen Frau. Ich warte mal eine Stunde, vielleicht. Gestoßen ist. Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Wenn ihr Nachrichten von den westlichen Fürstentümern habt, ihr meint, geht damit sofort. Er will mir einfach nicht helfen. Ich schaue jetzt noch einmal in das Haus, ob ich irgendwas übersehen habe. Ein allerletztes Mal. Und dann kommen wir für heute sowieso zum Ende. Ist schon wieder soweit. Tachchen. Irgendwas muss ich doch übersehen haben. Irgendeinen letzten Hinweis vermutlich. Ich wüsste nicht was. Hier haben wir, würde ich sagen, grundsätzlich alles. Einmal ausleeren. Sind bloß Köpfe drin. Lydia. Oh. Lydia. Was? Die ist immer im Weg. Wirklich jedes Mal. Feiner Hut, feine Kleidung. Ich weiß ja nicht. Hier haben wir nochmal Blut. Aber offensichtlich haben wir das wohl schon durchsucht. Sichere dir die Unterstützung? Your Life. Würde ich ja wirklich gerne machen. Aber irgendwie will er nicht so. Grausam mehr. Die Wachen machen halt auch nicht. Gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Schmetterschild waren wir schon mal. So in der alten Festung in der Nähe von Rifton ist vielleicht sogar etwas für mich. Hier werden wir vermutlich sonst weiter nichts finden. Da ist die Obdachlose. Glaube ich zumindest. Wahlgruf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric wird sich trotzdem nicht so sicher. Sprecht mit Galen. Wie läuft der Krieg? Das Kaiserreich glaubt, dass es Falkenring gibt. Ja. Doch dort liegen die tapfersten. Und was soll hier wird halt nichts weiter passieren. Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. So, Karte ist, glaube ich, soweit erstmal aktualisiert. Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft. Werden diesen diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Was denkt ihr über diesen Krieg? Noch schlimmer. Ja. Seinen Anspruch auf den Thron bezahlen zu können, verkauft der Kaiser Himmelsrand und sogar unsere Götter. Ja, selbst Talos. Vor allem Talos.
Und was hat Torik getan? Er und die Jarl, die ihn unterstützt haben? Weißt du was? Sie haben das Gold des Kaisers angenommen. Sie haben ihr Volk verraten für den Friedensvertrag. Es also bringt mir halt gerade gar nichts. Ich brauche ihn, aber er will nicht. Wenn ihr Nachrichten von den westlichen Fürstentümern habt, dann geht damit sofort zu Ulfric. Wenn ihr mich entschuldigen würdet. Wir werden das hoffentlich bis zum nächsten Mal hinkriegen. Ich würde mich an der Stelle für YouTube erstmal verabschieden. Da sehen wir uns praktisch einfach morgen wieder und dann schaue ich zwischen den Streams mal, wie ich ihn auf meine Seite kriege. Bis dann, wunderschönen Abend und ciao, ciao.